Männlein steht im Eismeer ganz dick und dumm. Und im Hintergrund schießen ihn Franzosen um. Und herzlich willkommen zurück. Ja. Oh Gott. Ja. War schon mal ein guter Start, finde ich. War das schon mal. Hat er mal viel Schönes gehabt jetzt. So, bringt mir das was? Ja, ich komme hier rüber. Das bringt's mir. So, ich, was zur Hölle treibt ihr da? Okay. Das ist auf Friedhof hier. Ach so, na gut. Den da hinten hatte ich schon gemacht, glaube ich. Das ist eine hübsche Gegend. Keiner sieht mich. Alle sehen mich. Ich dachte, es gäbe hier irgendwo Gegner oder so, die ich umboxen muss. Ich dachte, darum geht's bei diesem Spiel. Gegner umboxen. Das ist doch sowieso auch bei YouTubern immer wahnsinnig beliebt, dieses Unboxing, was man da immer macht. So, ja, danke. Was denn noch alles? Ja, du bist eins. Du bimmst eins sportlich. So ein bisschen minimale Kopfschmerzen, aber ich glaube, das gibt sich wieder. Oh, da. Ich wollte gerade sagen, wo ist er denn hin? Die war noch da und dann war er weg. Und dann war, was war denn da los? Jetzt habe ich ihn. Natürlich da eigentlich wieder hoch, weil. Wir über dieses Gedönse hier ganz gut darüber kommen. Ja. Ja, ja, das Alte ist nicht mehr so leicht, man hat Schmerzen, es geht einem nicht gut, so wie dem da, dem geht's halt auch nicht gut, Gil, und dem da, dem geht's halt auch nicht gut, die haben alle Schmerzen, die sind alle krank, alle sind so krank, ist aber kein Wunder bei dem Wetter, es ist halt auch kalt hier oben. Also ich muss ehrlich sagen, Leute, ganz, ganz im Ernst, das ist so eine Empfehlung meinerseits, ich kenne mich da ja auch so ein bisschen aus, wenn sie sich einfach einen neuen Arbeitsplatz suchen würden. Das wäre besser für sie, glauben Sie mir das. So, auch hier mit der feuchten Luft und so ist gar nicht gut. Völlig ungesund hier. Rheuma incoming, sag ich nur. Na? Glauben Sie mir das, ist nicht gesund. War was? Ah Mist, ich bin beim Feuer hängen geblieben. Ich wollte es eigentlich hinter die schießen, dass sie sich von mir wegdrehen. Nicht auch noch zu mir hin. Der guckt halt da hinten in die Ecke. Danke. So. Also. Was bin ich doch für eine fiese Möb?
Gut. Warum mache ich das hier eigentlich? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weil ich sowas unglaublich gerne mache. Das wissen wir doch. Sachen einsammeln und so. Fürs gute Gefühl. Weil ich nicht weiß, inwiefern ich mich damit besser fühle, diesen ganzen Schwachsinn einzusammeln. Das wäre gut fürs gute Gefühl. Eigentlich dann eher auf See noch ein paar Schiffe, um zu nieten, um mein eigenes zu verbessern. Das ist jetzt irgendwas da oben oder so. Da kletter ich jetzt nicht nochmal hoch. Hoppla. Der Sprung war gewagter, als ich dachte. Was kann ich hier hoch hier? Na, das Schiff ist ja mal gut geparkt. Da muss ja ein ganz ein schlauer Captain gewesen sein, der das so abgestellt hat hier, hör mal. Da beamst einer der Captain. Ich bin der Captain. Ruta. Meinen ersten Mart erschrecken. Okay. War nicht ganz so erschreckt, wie ich gedacht habe. Dann fahren wir mal weiter. Letztlich haben wir auch nur dort gehalten, weil ich irgendwo in Ruhe einen Aufnahmebreak machen wollte. Ja, Aufnahme läuft. Vielen Dank, Treibgut, dass du mich erinnerst. Die singen auch immer die gleichen Lieder. Wie groß bist du denn? Oh, du bist ein... Ich will jetzt mal ein Assassinenschiff. Mörsern, fischen wir die ordentlich klein. Oh, der Mörser kriegt man die in der Tat ordentlich klein. Das ist ja witzig. Ja. Das Schiff nimmt doch keinen Schaden. Wir doch nicht. Ich bitte euch. Abschaut zu wem oder zu was? So, ja, ich kann es nicht lassen, ihr wisst, wie es ist. Es tut mir leid. Ich muss doch gucken, dass ich hier, also nach den Schiffen hier, dann mich wirklich direkt wieder um die Mission kümmere, sonst wird es zu viel. Let me pass! Thanks!
Oh, der Captain! Oh, wie sie rechtzeitig auseinandergegangen sind, ihr Schweine! Den hab ich gut erwischt, ne? So, ich liebe es, Schiffe zu übernehmen, ohne sie betreten zu müssen. Neißigkeit. So. Nimm mal alles mit. So, das war schon mal dieses. Es geht, Zollsegel! Kopf- und Bramsegel vieren und dicht holen! Dann haben wir hier was. Alle außer Großberg! Irgendwie gerade hohen Wellengang. Das ist ja bedauerlich. Ich würde nämlich eigentlich ganz gerne. Öffnet die Hauptsegel! Großsegel setzen! Ja, dieses Schiff kann ich irgendwie nicht übernehmen, weil es irgendwie gerade zu hohen Wellengang hat. So viel Segel wie ihr könnt. Na gut. Alle Segel setzen und starten fest. Dann. Boah, ist er wirklich gerade. Starker Seegang. Top Segel retten. Großsegel 4, Bramsegel 1. Wir stoßen zusammen, Captain. Ja, aber Entern geht. Entern geht. Lässt du jetzt mal das Rad los? Nee, das wollen wir mal ganz sicher nicht. Wir wollen dann die Kanone da vorne aus dem Weg. Ich muss hier Dinge klären. Ich muss hier den da klären. Und den da klären. Oh, der Captain! So, schönes fettes Schiff, aber wir haben kürzlich schon wieder ein fettes Schiff übernommen, also wir müssten eigentlich schiffstechnisch voll sein in der Flotte. Also werden wir einfach weiter ausschlachten, der ganze Material mitnehmen, um unser eigenes Schiff zu verbessern. Darum geht es hier gerade, deswegen machen wir den Spaß. Nicht, weil wir uns so gerne prügeln, doch, das tun wir auch. Doch. Doch, ja, das machen wir auch gerne. Gib ich dazu.
Ja. Halbe Segel. Das ist überhaupt kein Problem. Hier, wo wir sind, kann man sehr gut frieren und Fracht aufnehmen. Sie sind hinter uns. Und das soll mich jetzt inwiefern belasten? Alles setzen und scharf zum Wind ausrichten. Ein Schaf zum Wind ausrichten? Ja, da freut sich das Schaf. Mäh. Ja, ich darf die ganze Zeit einfach. Bereit zum Zuschlagen! Kraft! Das hat gesessen, Kerl! So, wurde versenkt. Wunderbar. Gut. Hey. Jetzt aber platt. Und dann fahren wir mal weiter jetzt. Schon wieder genug Zeit. Was ist denn das für ein Wellengang hier? Meine Güte. Ist ja brutal. Hallo? Habe ich da keine Kanonen mehr oder was? Keine Kugeln mehr? Warum haben die jetzt hier geschossen? War gut. Eieiei. Verbringen wir doch die ganze Folge auf See mit Schlachten. Jetzt müssen wir mal die Morgen reparieren. Hat jetzt genug abbekommen. Dämliche Piraten. So, unserem Ziel immer noch nicht näher gekommen.
Aber der Bekanntheitsgrad wurde zurückgesetzt. Das ist aber auch ein weiter Weg, ey. Meine Jüde.